Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es mal eine Tabakmarke im Review, die wir lange nicht mehr hatten. Und zwar geht es heute um einen Fumari, den Spice Chai. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Und jetzt viel Spaß beim Review. Servus Freunde, willkommen zurück beim Review zu dem Spiced Chai von Fumari. Wir blenden euch direkt mal den Kopfbau ein. Wir rauchen das Ganze übrigens auf der Shishaya Kaili 350. Ihr seht schon, der Schnitt ist mittel bis fein. Es sind doch ein paar größere Tabakblättchen dabei, aber alles in allem eher ein feiner Schnitt. Feuchtigkeit ist krass. Also wenn man in den Zipper guckt, ist da schon wirklich viel Molasse drin. Wenn man den Tabak dann in den Kopf packt, sieht es aber trotzdem okay aus. Also dann irgendwie doch keine überschüssige Molasse mehr, geht auf jeden Fall klar. Das Ganze übrigens im Werkbund Spot mit einem Kaminaufsatz und obendrauf drei One Nation Kohlen. Zur Abwechslung, wie gesagt, mal in der Shishaya. Was das Ganze sein soll, das kann man, glaube ich, mit dem Namen ganz gut beschreiben. Es ist ein Spice Chai, also eine Gewürzmischung, eine relativ winterliche Sorte. Kennt man ja vielleicht aus einem der letzten oder einem der nächsten Videos dann. Also seid auf jeden Fall gespannt, was da kommt oder schon raus ist. Zeitverschiebung und so, man weiß das ja nie. YouTube Live und so. Auf jeden Fall würde ich sagen, ihr guckt euch bei mir den Rauch an und der Wollen riecht schon mal dran und dann kommen wir zum Geruch. Zum Geruch muss ich klar sagen, es riecht mega geil. Es ist verdammt würzig, also für diejenigen unter euch, die auf jeden Fall schon mal einen Spice Chai oder einen Chai Tee oder wie auch immer schon mal getrunken haben, diese Gewürze kommen perfekt rüber. Also genauso stelle ich mir einen richtig, richtig guten Spice Chai Tee vor. Auch diese cremige Note ist auch schon beim Geruch dabei. Also es ist so wirklich, als würdet ihr so eine Creme, so eine Milchcreme oder sowas nutzen. Gefällt mir ziemlich gut und macht auf jeden Fall Vorfreude aufs Rauchen. Hat mich, als ich das allererste Mal dran gerochen habe, ehrlich gesagt ziemlich umgehauen, dass sowas so gut riechen kann. Ja, ich rieche auch nochmal dran. Und wenn man die Nase zu weit reinhält, ist es erstmal ziemlich intensiv, also wirklich heftig intensiv. Wolken seht ihr ja schon nebenbei, da kann man, glaube ich, definitiv nicht meckern. Raucht gut, lässt sich auch sehr angenehm rauchen, da gibt es wirklich nichts zu meckern. Geruch, wie gesagt, ziemlich krass, wenn ihr die Nase tief reinhaltet. Wenn man ihn so ein bisschen unter der Nase entlang schüttelt, ist es einfach eine super angenehme Spice-Chai-Note. Also ihr habt echt so die Gewürze am Start. Ihr habt wirklich so eine leicht cremige Note, aber genau so, dass es für mich noch okay ist. Ihr wisst ja, wir rauchen eigentlich nicht so gerne cremigen Tabak, aber beim Spice Chai geht es auf jeden Fall noch klar. Er riecht verdammt lecker, also es riecht wirklich so, also wenn ich mir einen Spice Chai hinstelle und den Tabak und mir würde jemand beides unter die Nase halten, ich weiß nicht, ob ich das gut auseinanderhalten könnte. So authentisch riecht der auf jeden Fall danach. Finde ich wirklich ziemlich krass. Ich würde sagen, ich mache auch direkt weiter mit dem Geschmack. Da ist es verdammt ähnlich, ja. Einfach wirklich ein leckerer Spice Chai. So bestimmte Gewürze kann ich jetzt nicht rausschmecken. Ich weiß, dass Zimt drin ist, aber mehr könnte ich jetzt auf jeden Fall nicht benennen. Ich weiß auch nicht, was in einem Spice Chai jetzt alles an Gewürzen drin sein soll. Aber auf jeden Fall verdammt lecker. Die Gewürze kommen gut rüber mit so einer ganz leicht cremigen Note. Also ich würde sogar sagen, nicht wie ein Spice Chai nur mit Milch, sondern irgendwie gemischt mit Wasser oder so. Also wirklich nur so ein Ticken, als ob das wirklich in so einer sehr fettarmen Milch oder Milch mit Wasser oder sowas aufgelöst wäre. Auf jeden Fall krass. Und wirklich so wenig cremig, dass es mir auf jeden Fall noch richtig gut taugt. Und das kommt selten vor bei so Sachen, die in diese würzige, cremige Richtung gehen. Ja, bei mir ist das beim Geschmack. Ich würde es so ein bisschen vergleichen von der cremigen Note wie vom Godlike. Da war nicht so viel cremig dabei, da hatten wir trotzdem auf jeden Fall noch so, ja, das kann man auf jeden Fall rauchen, weil zu cremig ist nicht so unser Ding. Aber bei dem kommt einfach dieses Gesamtpaket mit diesem richtig, richtig geilen Gewürzen und gepaart mit so einer leichten cremigen Note, die man tatsächlich eher beim Ausatmen dann wirklich merkt, kommt richtig gut rüber und mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Ja. Also ich muss sagen, Fumari hat da auf jeden Fall ein Brett rausgehauen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich diesen Tabak kiloweise rauche. Also so eventuell mal gerade jetzt so in den Wintermonaten auf jeden Fall ein paar Mal öfter. Ja. Aber trotzdem, für den Sommer wäre das nichts. Nee.
Für den Sommer wäre nicht. Das einfach für mich zu cremig, zu gewürzmäßig und mir würde einfach so Minze oder Zitrone fehlen. Aber gerade jetzt für den Winter, sehr, sehr geiles Angebot, das sie ja gebracht haben. Und ich bin begeistert von dem Tabak und deswegen gebe ich ihm auch für diese, was es wirklich sein soll, die 10 Sterne. Weil ich finde, er trifft einfach dieses Getränk perfekt. Ich könnte mir keine bessere Umsetzung irgendwie erdenken. Ja, auf jeden Fall. Kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Ist auch wirklich, wirklich, wirklich ein Brett. Was du eben gesagt hast, ich kann nicht so viel davon rauchen. Geht mir genauso. Aber da ist es halt auch wieder geil, dass es halt nur 100 Gramm sind. Ne? Also ist ja relativ teuer. 14,90 € für die 100 Gramm. Ist eigentlich relativ viel. Ihr bekommt auch echt einen guten Tabak. Und vor allem auch einen Tabak, der sehr natürlich nach dem schmeckt, wonach er schmecken soll. Was man ja wirklich selten hat im Shisha-Bereich. Aber 100 Gramm Packung finde ich gerade dafür sogar wirklich extrem geil, weil so 100 Gramm mal über den Winter verteilt, vielleicht auch mal 2 Beutel, wenn es ein bisschen länger kalt draußen ist oder so, sollten da auf jeden Fall klar gehen. Aber im Sommer bräuchte ich den halt wirklich auch nicht. Ja, da bin ich auch fruchtig mit ordentlich Minze, wahrscheinlich noch ein extra Schuss Cold Death oder sowas dazu, der wirklich richtig schön minzig ist, dann passt das. Aber 10 Sterne, ja, schließe ich mich auf jeden Fall an. Für mich der perfekte Spice Chai Tabak. Ich wüsste nicht, was ich daran ändern will. Wirklich absolutes Brett, mega geil. Und das, obwohl wir sowas eigentlich nicht so gerne rauchen. Ja? Also darf man nicht vergessen, kann man nicht oft genug sagen. Dafür, dass wir sowas eigentlich nicht mögen, mögen wir den extrem gerne. Und ich denke, das ist ein gebührender Abschluss für den Spice Chai von Fumari. Leute, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Video, eure Shisha WG. Ciao.